Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr diese coole Brille und noch viele andere kostenlose Accessoires bekommen könnt. Und dafür wechsle ich einmal den Roblox-Client. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach bei Roblox suchen nach Spotify Island. Dann geht ihr rein in Spotify Island. Kriegt dann schon ein Abzeichen dafür, dass ihr einfach beigetreten seid. Ich mache mal die Musik aus, weil ich nicht weiß, ob die copyrighted ist. Übrigens, in diesem Spiel hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, gratis Items zu bekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr hier noch nicht drin wart, die Tutorials zu machen und hier rechts. Ihr dürft das Menü gehen, dann auf diesen Stern hier. Und dann seht ihr hier rechts ganz viele Quests, die ihr habt. Und hier ist immer so ein Symbol Free Item. Wenn dieses grüne Free Item Symbol dran ist, dann bedeutet das, wenn ihr diese Quest erledigt, dann bekommt ihr das Free Item, das ihr bekommt, wenn ihr es anklickt. Hier könnt ihr zum Beispiel diesen Rucksack bekommen. Oder scrollen wir mal runter. Warum habe ich diese Quest schon abgeschlossen? Hey, ich spiele das erste Mal mit Testbusboss. Ist ja auch egal. Hier, wenn ihr 40 Sterne sammelt, dann bekommt ihr zum Beispiel diesen Hut, den man kaum sehen kann durch meine Haare. Oder wenn ihr im K-Park über 20 Hindernisse rüber parkourt seid, dann bekommt ihr diese Jacke, die unter meiner jetzigen Jacke getragen wird, sodass man sie auch nicht ansehen kann. Aber ich will euch jetzt zeigen, wer die Brille bekommt. Und dafür geht ihr erstmal hier zu den Worlds-Portalen. Und springt dann rein in Planet Hip-Hop. Wusch! So, das lädt ein bisschen. Und wenn ihr dann drin seid, angekommen in Planet Hip-Hop, dann ist da ein kleines Loch im Boden. Das könnt ihr jetzt langsam mal fertig laden, damit ich es euch auch zeigen kann und nicht nur drüber rede. So, dann springt ihr hier durch das Loch rein, bisschen nach vorne oder zur Seite. Weil sobald ihr hier unten rauf geht, dann kommt ihr wieder hoch. Deswegen springt ihr hier runter. Und hier ist dann so ein Portal. Und da gibt es manchmal ein Problem, wenn ihr reingeht, dass da steht, ah, teleportieren fehlgeschlagen, Server ist voll. Um das zu fixen, geht ihr einfach aus dem Spiel raus, geht dann auf die Server und sortiert nach aufsteigend und geht dann einfach in den leeren Server rein. Da ist die Chance dann nämlich sehr viel höher, dass ihr einfach reingehen könnt, wenn ihr einfach direkt hinlauft zu den Worlds Portal und dann in Planet Hip Hop. Das Problem, das habt ihr aber auch nur jetzt, wo die Brille gerade ganz neu draußen ist und alle sie haben wollen. Je später ihr das macht, desto weniger werdet ihr das Problem haben, weil dann auch weniger Leute auf diesen einen Server raufgehen werden. Hopp, springen wir hier einfach mal runter. Stimmt, ihr müsst ja gar nicht durchs Loch. So, und schnell rein. Und schon sind wir drin im Swamp. Swamp heißt Sumpf. Und hier im Sumpf laufen wir einfach mal hier runter, dann da hinten zu dieser Treppe hin, laufen die Treppe hoch und dann ist da so eine alte Hexe drin, die ihr gar nicht sehen könnt, weil so viele Leute stehen. Ihr könnt einfach E drücken zum Interagieren und dann kommt da erstmal nix, dann drückt ihr nochmal E zum Interagieren, dann kommt Eindringling-Alarm. Dann sage ich, jo, wir sind ein Freund, dann sagen wir Tornado, dann sagen wir Schließen, dann drücken wir wieder E, dann sagen wir okay, überzeugen, 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 spam, 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 die ganze Zeit auf überzeugen klicken, überzeugen, 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 schließen. So. Und wenn das geschlossen ist, habt ihr diese Hexe jetzt überredet, euch diese Alligator-Tail hier zu geben. Und wenn ihr die habt, könnt ihr hier diese, ich würde sagen, es sind Alligatoren, Dinger finden. Davon gibt es 10 Stück. Hier haben wir den ersten gefunden. Dann laufen wir hier mal runter. Hier hinten in der Ecke ist der zweite. Wenn ihr alle 10 gefunden habt, müssen wir dann zurück. Deswegen finden wir jetzt einmal schnell alle 10. Den nächsten findet ihr, kann ich hier hoch? So, hier hoch. Da oben ist der nächste. Und dann haben wir noch einen. Jetzt muss ich die wieder suchen, weil ich es nicht mal ganz so im Kopf habe, wo ich die letzten alle gefunden habe, weil ich habe das während der Arbeit gemacht. Hier hinten in der Ecke ist noch einer. Oh, hier ist ein Alligator. Hallo. Na, schön, was Spotify hier alles so macht. Hier in dem Pool ist einer drin, direkt am Boden, eingesammelt. So, jetzt haben wir 5 von 10. Das heißt, wir haben immer noch nicht alle. Also gehe ich hier nochmal hoch, springe dann auf diesen Baum, weil ich glaube, da hinten war noch was. Oder einfach auf diesen Baum hier rauf und dann von da auf den Baum hier. Und war hier hinten was? Ne, hier hinten war nichts. Dann tut's mir leid, dann sind wir hier unnötig hingelaufen. Okay, dann vielleicht habe ich mich auch vertan und es gab auch nur 6 Dinger hier. Weil, wir gehen mal davon aus, dass es hier nur 6 Dinger gab. Dann gehen wir wieder zurück zur Hip-Hop Island, vergessen. Planet Hip-Hop, weil bei Planet Hip-Hop gibt es dann die restlichen Dinger. Einen finden wir, wenn wir hier oben spawnen, dann gibt es da unten eine Plattform. Jetzt muss ich gucken, in welche Richtung es diese Plattform nochmal gab. Ich springe einfach mal hier runter, so. Dann sehe ich es hoffentlich gleich. Na, springe ich einfach ganz runter. Die Plattform hier finde ich gerade nicht, weil ich irgendwie blind bin. Dann gehen wir erstmal zu den anderen Stellen. Und zwar, wenn ihr runtergesprungen seid, dann könnt ihr da hinten direkt Dann könnt ihr da hinten direkt hinlaufen zur Garage und direkt hinter der Garage, ich springe einfach mal über sie rüber, geht das? Ja, können wir rüberspringen. Hinter der Garage ist noch so ein Token. Dann springen wir hier hinten auf diese Ringe von Planet Hip Hop, sliden hier so ein bisschen lang, nice, und springen einmal, um den nächsten einzusammeln, perfekt. So, 3 Dinger fehlen uns noch, springen wir hier wieder hoch, nein, lass mich hoch, na gut, dann springen wir halt runter, weil dann werden wir auch wieder hoch teleportiert und blub. Ich finde, das Spiel ist ziemlich cool gemacht, also das muss man denen echt lassen, das finde ich schön. Und hier gibt es auch viele kleine Minigames, die ziemlich viel Spaß machen. Da unten, aha, es wurde verdeckt von dem Ding, okay, wenn ihr hier oben seid, dann springt ihr hier über dieses Ding rüber. Und habt hier unten dann das nächste Krokodilding. So, dann können wir nochmal komplett runterspringen.
Weil einer war noch direkt hier vor dem Portal, da. Und wo der letzte war, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, deswegen suche ich den einmal für euch. Okay, ich habe keinen gefunden, also wird er wahrscheinlich im Swamp sein und ich habe ihn einfach übersehen. Ich laufe zurück zum Swamp und hoffe, dass der Server nicht voll ist und der Server ist voll. Also gehen wir nochmal raus, nochmal auf Server, nochmal aufsteigend und in den leeren Server rein. Dann wieder rüber zu den World Portals, runterspringen, rein in den Swamp und dann suche ich hier jetzt noch einmal. Weil dann muss es ja oben auf den Bäumen irgendwo sein. Habe ich hier schon nachgeguckt? Oh mein Gott, ich habe einfach das Ding hier vergessen. Direkt neben der Hexe ist der letzte. Ach Gott, Entschuldigung. Okay, so, und dann interagieren wir nochmal mit dem Ding. Schließlich hast du 10 bekommen, hast mich überzeugt. Dann klicke ich auf Schließen und gehe jetzt nochmal auf E. Dann sage ich Danke. Überzeugen, 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 überzeugen. Und am Ende gibt er einem die Brille. Und jetzt habt ihr hier Space Glasses Complete the Dirty's Fan Sign Quest. Und damit habt ihr die Brille freigeschaltet. Und was die anderen ganzen Items angeht, dafür gehen wir einmal wieder hier zurück zu Planet Hip Hop. Und in Planet Hip Hop könnt ihr hier rechts auf die Liste wieder gehen, dann hier rauf und hallo hier rauf. Und dann seht ihr die ganzen Quests, die noch Free Items geben, wie zum Beispiel Finish the Tutorial habe ich mit Testboss Boss noch nicht gemacht. Floating Boombox habe ich noch nicht gemacht. Producer und Playful Producer. Das ist auch ziemlich einfach. Also ich schlage vor, ihr geht einfach hier dann wieder zurück. Spielt dann einfach mal das Tutorial, macht dann mal diese Races, die sind ganz cool, weil hier so ein paar Parkour-Elemente drin sind. Man kann rumsliden, es macht Spaß, es läuft schöne Musik dabei, die ich jetzt nicht anhabe. Ihr könnt hier einfach reinhüpfen, so, und dann folgt ihr einfach mal den Pfaden, die euch hier vorgegeben werden. Könnt ihr hier so rüber grinden, yeah, yeah, cool, und ein bisschen Parkour machen. Das Ganze zum Beat macht dann auch noch Spaß. Falls euch die Musik irgendwie zu eintönig ist, könnt ihr hier oben auch auf das Symbol klicken, dann kommt neue Musik. Okay, ich sollte ihr vielleicht mal folgen. So, und hier sind diese Dinger, mit denen man producen kann. Da käme jetzt Musik raus, wenn ich den Sound anhätte. Könnt ihr so hochgrinden und schließlich könnt ihr hier wieder hoch und dann führt euch das Ding zu den Speed Levels. Und bei den Speed Levels, da könnt ihr dann einfach so ein bisschen Speedrun machen. Hier könnt ihr euch Upgrades kaufen. Und ihr könnt hier auch einerseits Avatar-Items für Robux kaufen, daran seid ihr sicher nicht interessiert. Aber ihr könnt hier zum Beispiel dann auch Dirty's Ultra-Effekt ausrüsten. Klicke ich rauf, dann unten auf Anlegen. Dann habe ich das auch angelegt, weil das kriegen wir nämlich auch dafür, dass wir diese Aufgabe vorhin gemacht haben. Was uns das für einen Bonus gibt, weiß ich gar nicht. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Aber das Spiel gibt dann auf jeden Fall extrem viele Abzeichen. Bei mir prasseln die Abzeichen da unten die ganze Zeit nur rein. Und für einige der Abzeichen gibt es Free Items. So, ich mache jetzt einmal diesen Speedrun hier. Aber das wär's dann mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und